Fasching und Tanz gehören zusammen. Keine zünftige Karnevalsveranstaltung kommt ohne Garde- und Funkemariechen aus. In Adorf ist das nicht anders. Die Tanzgruppen und Solisten, vor allem aber die Garde, räumen jedes Jahr Preise auf Meisterschaften ab und begeistern nicht nur zu Hause in der Turnvater-Jahn-Halle das Publikum. Doch bevor so eine Show perfekt über Bühne bzw. Parkett gehen kann, ist eine Menge Training vonnöten. Der gleiche Ort einige Wochen zuvor. Unter Leitung von Nadine Riedel übt das Männerballett den diesjährigen Motto-Tanz. Also wir laufen vor mit der Schubkarre. Noch weiter. Ein Stück weiter vor. Und wo die zweite Strophe losgeht, das ist der Kreis. Für die versierte Choreografin ist dieses Training durchaus eine Herausforderung. Hier ist es halt so, dass es eher der Spaßfaktor ist und da kann man natürlich nicht so ein hohes Niveau ansetzen, sondern muss man halt eher ein bisschen gucken, dass die das alle hinkriegen und eher der Gaudi im Vordergrund steht. Und wenn es die Mannsbilder übertreiben mit dem Gaudi, gibt es auch mal einen Anschiss. Los, komm, jetzt wir machen noch mal. Hallo. Hey. Oh, antreten. Na bitte, geht doch. Das Schöne am Männerballett ist, Freude rüberzubringen, Spaß rüberzubringen, den Leuten, die halt zum Fasching gehen. Gaudi. Um Missverständnissen vorzubeugen, bei allem Spaß wird das große Ziel nicht aus den Augen verloren. Blamieren möchte sich niemand. Also im Jahr trainieren wir ungefähr 30 Mal. Jetzt zum Fasching wird es ein bisschen straffen natürlich, zweimal die Woche. Es gibt schon einige, die schneller lernen, aber das ist ja eigentlich nicht so das Problem, weil wir haben so viel Trainings, dass die dann schon alle zum Schluss auf dem gleichen Stand sind. Da ist denn der Beste darüber von den Achten? Das ist jetzt gemein, ne? Nee, ist fast schon. Das sind halt die, die jetzt schon länger da sind, denen fällt es ein bisschen einfacher. Ne? Jetzt haben wir schon ein paar neue wieder dabei und deswegen differenziert sich es immer ein bisschen in die Richtung. Aber sonst passt schon, sind eigentlich alle so relativ auf dem gleichen Niveau. Ist das jetzt mit der Choreografie, denkst du die komplett alleine aus oder haben die Männer da mit Spracherecht? Ja, die sagen schon, was sie gerne haben wollen, was am Ende rauskommen soll. Schritte mache ich, logisch. Aber wir tun halt auch unseren Beitrag ein wenig mit dazu, was schön ist, ob es uns gefällt, ob wir das mitmachen können oder nicht. Wir fangen halt mit einzelnen Schritten an oder wir probieren erstmal so ein paar Parts aus oder wenn jetzt so Überraschungseffekte dabei sind, werdet ihr ja nachher sehen. Die probieren wir schon dann erstmal immer mal wieder aus, dass es dann auch klappt. Oder wir versuchen die dann so zusammenzustellen, dass es die machen, die es beherrschen oder so. Aber ansonsten, ja, halt immer Schritt für Schritt, wie so ein Gedicht lernen. Immer wieder was Neues dazu und die alten immer wieder, alten Schritte wieder machen. Der Präsident des ACV, der Herr Hahn, ist auch mit im Männerballett. Ist das zwingend? Muss man das mitmachen oder ist das rein Spaß und Freude? Nein, das muss man natürlich nicht mitmachen, aber es macht sehr viel Spaß. Deswegen bin ich schon seit vielen Jahren dabei. Ja, und das sieht man. Zusammen mit Nadine Riedel brachte er in diesem Jahr die Adorfer Turnhalle zum Kochen. Doch auch die anderen 7 Männer sind gut gerüstet. Also auf die Veranstaltung Samstag und Rosenmontag ein dreifach donnerndes Lobitz. Hello! Lobitz! Hello! Lobitz! Hello! Rosenmontag. In der Turnvater-Jahn-Halle geht's hoch her. Am Samstag hatte hier auch schon das Männerballett-Premiere. Doch aufgeregt sind sie trotzdem noch. In der Garderobe wird noch einmal der einwandfreie Sitz der Lederhose geprüft und dann geht's auch gleich zum Auftritt. Und seid ihr aufgeregt? Naja. Ja. Aufregung hin oder her, gemerkt hat man beim Auftritt nichts davon.